Also wir folgen sozusagen unserem Kopf und unserem Bauch. Um die eigenen Ziele in die Hand zu nehmen. Das macht eigentlich die Selbstständigkeit aus. In Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Also wir haben uns in Sachsen-Anhalt gegründet, einfach weil wir hier leben. Hier hemmt mich halt überhaupt nicht die Hand. Entwickle Prototypen für Roboterschutzhüllen. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich mein Leben selber in die Hand nehmen wollte, weil ich etwas gefunden habe, was mir Spaß macht und weil ich mit dem Thema Roboterschutz genau das verwirklichen kann, was ich mir für mein Leben, für meine Zukunft, für meine Arbeit vorstelle hier. Ich bin stolz darauf, dass ich das mit meiner Familie auch auf die Reihe kriege. Am Anfang ist es schwer, aber ich bin der Überzeugung, dass das, wenn das Unternehmen vernünftig und gut läuft, dass man da auch seine Zeiten optimal einteilen kann und dass man selber glücklicher, zufriedener wird. Ich bin Sprachtherapeutin, das heißt, ich habe klinische Linguistik studiert und ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen und ja, behandle diese. In Sachsen-Anhalt habe ich mich selbstständig gemacht, weil das meine Heimat ist und ich von hier komme und auch die Möglichkeit hatte, hier die Praxis zu übernehmen. Das Tolle daran, selbstständig zu sein, ist, dass man seine eigene Chefin ist, dass man sich verwirklichen kann, dass man seine Ideen selber umsetzen kann und dass auch ein Team vielleicht daraus entsteht, was man führen kann. Membrane sieht sich als Hersteller mikro- und nanoporöser Materialien aus Aluminiumoxid und Silizium. Wieso soll man nicht einfach eine eigene Idee, die man hatte, einfach mal versuchen, das Ganze umzusetzen, sein eigener Chef zu sein? Das war eigentlich auch so mit ein wesentlicher Punkt für mich, zu sagen, irgendwo, ich gehe aus bestimmten Zwängen raus und begebe mich in die Selbstständigkeit. Wenn man sieht, dass quasi das, was man machen möchte, alles umgesetzt wird und dass man Mitarbeiter hat, dass das Unternehmen wächst, dass man auch die erste Rechnung irgendwann mal schreibt und dass auch Einnahmen kommen. Also ich habe mich am 01.01.2004 mit einem ambulanten Pflegedienst selbstständig gemacht. Also ich habe das schnurstracks durchgezogen, so wie ich sagen würde. Für mich ist es ein schönes Gefühl, selbstständig zu sein. Ich kann auch meine Vision verwirklichen, ohne erst 1000 Leute fragen zu müssen. Ich möchte es nicht anders mehr haben. Ich liebe das so, wie es ist. Convela stellt Produkte für Trauernde her, im Speziellen die Trauernadel, die als gesellschaftliches Prinzip Trauer einfach wieder anzeigbar machen soll. Und gleichzeitig stellen wir eine Öffentlichkeit her für die Themen Trauer, Tod und Sterben. Also es ist eine ganz große Herausforderung und wir können die alle meistern. Und dadurch, dass wir unsere eigenen Chefs sind, können wir einfach auch alles ausprobieren, was wir denken, was wir selber machen würden und können uns lossagen von sämtlichen Konventionen, die für uns vielleicht gar nicht mehr passen. Hier gibt es halt einfach nicht so viel und dieses Tabula Rasa ist natürlich sehr spannend. Also man hat dadurch auch wenig Blockaden im Kopf. Dann ist es auch von den Kosten fantastisch. Also wir haben ein super schönes Büro hier, haben eine gute Werkstatt in einem sehr schönen Künstlerhaus. Und was einfach ganz wichtig ist, wir leben hier, die Familie ist hier und wir sind hier einfach verwurzelt. Und wenn man feste Wurzeln hat, dann kann man auch gut arbeiten. Nachteile gab es im Grunde gar nicht. Man legt eben einfach los. Alles, was man liebt, das kriegt man auch hin und das wird auch erfolgreich sein. Es hat sich nie die Frage gestellt, wegzugehen. Ja, was bin ich wert? Wir würden anderen Frauen dazu raten zu gründen, weil es einfach Spaß macht.